even get to cross. Genau, hier sind wir ja rausgekommen, wo wir her verschleppt wurden. Haben wir hier was Neues stehen? Feuchte quälen sich im heimlichen Tor? Nee. So, und hier unten hatten wir ja vor uns schon gelootet. Eigentlich. Und offensichtlich ist hier auch nichts mehr. Was sind das eigentlich? Ach, das sind die Sacktypen, die jetzt hier überall tot rumliegen. Alles klar. Warum auch immer die jetzt hier alle tot rumliegen und jetzt auf einmal anderes Gewürm hier sein Unwesen treibt. Die Story ist wieder sehr verworren für meine Begriffe. Also ich sehe jetzt nicht wirklich durch, was hier Phase ist. Werde ich im Nachhinein, wenn ich es durch habe, vielleicht mich noch mal ein bisschen belesen. Aber das ist ja bei den Souls-Spielen auch mehr normal, dass man da nicht unbedingt weiß, was die eigentlich jetzt gerade von mir wollen. Das war eng. Noch eine Zwillingsblutsteinscherbe. So, hier waren wir ja vor uns auch schon mal hier hinten. Da war ja nichts mehr, ne? Nee, da ging es ja bloß wieder raus. Wir müssen auch noch, nicht, dass wir das vergessen. In dem komischen Wald, ging es ja auch noch in so eine Höhle rein, wo hier so Giftscheiße war. Da wollte ich ja noch nicht hin. Da müssen wir aber definitiv auch noch mal lang. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da ein bisschen was verpasst haben, weil sich ja offensichtlich die ganze Welt jetzt geändert hat, dadurch, dass wir da den einen Boss gelegt haben. Mal kicken. Wäre natürlich nicht ganz so schön. Aber mal sehen, man kann sich ja auch täuschen. Gott, klingt das schon wieder eklig und glaube, wenn die Typen so klingen, so schleimig, dann ist da irgendwo noch so eine Glockentante. Was ist denn das da hinten? Wohl, werden wir ja sehen. Verschwindet der? Ja, der verpufft. Da ist hier irgendwo noch eine Glockentante. Toll. Ist ja total spitze. Da stellt sich wieder die Frage, wo ist sie? Alter, habe ich den nicht gesehen? Ich trottel. War ja letztens schon offen? Nee, war doch zu. Hier bin ich, du Eiergase. Obwohl, der, für den haben wir jetzt komischerweise EP bekommen. Okay, wir bekommen aber für die EP, dann kommen die vielleicht doch nicht wieder. Ich weiß es nicht genau. Ich gehe mal kurz hin und gucken, ob die wieder da sind. Ja, die sind wieder da, okay. Kommt mir für die jedes Mal EP? Nee. Habe mich gerade gewundert, EP, aber... Da ist er. Sehr schön. Ich hoffe, es war die einzige. Der scheint zumindest noch nicht wieder da gewesen zu sein. Und der da lebt auch noch nicht. Was ist denn das? Ist das ekelhaft. Das Art-Design ist schon geil. Eklig, aber geil.
Wieso hat der Wagen gerade gewackelt? Da kommt bestimmt gleich was rausgesprungen. Warte, ich mache hier den Schützen nochmal weg dort. Dass der uns in Ruhe lässt. 50.000 haben wir schon wieder. So, von da sind wir gekommen. Oha. Das macht ja Schaden. Aua, aua. Was ist denn das? Also eine Leiche, klar, aber die jetzt aufgehört hat zu leuchten. Aha. Hier sieht es auch ein bisschen verwüstet aus jetzt. Das war ja letztens noch nicht so. Da war ja alles noch ein bisschen heiler. Puff, 1600. Nochmal zwei Blutsteinbrocken, okay. Ist natürlich definitiv auch ein Zeichen dafür, du sollst leveln, beziehungsweise du musst leveln. Sonst geht das hier ganz schnell seinem Ende entgegen. So, und hier aus dem Wagen kommt da bestimmt ein Vieh raus, ey, da, wenn der schon so wackelt. Ach, ich hab... Oh, ja, schön. Ich hab's doch gewusst, ey. Zu offensichtlich. Wo ich mich trotzdem erschrocken hab. Ich dachte schon, das Vieh lässt sich nicht mal triggern, aber, oder staggern, aber ich hab's, glaube ich, einfach nicht richtig erwischt. Alter. Kapuff. Natürlich auch schön hier drapiert, ne, dass man auch schön drauf reinfällt. Okay, die sind kleiner, oder? Kann das sein? Oder täuscht das? Ne, die sind genauso. Schön. Mit Sprungattacke reicht's genau für die Affen, wenn man sie ordentlich trifft. Das ist schon mal gut zu wissen. Achso, es sah aus, als ob das noch mehrere wären, aber es waren bloß drei. Also reicht auch, aber sah aus wie fünf mindestens. Da aus wie eine Tür, die aufgeht. Nee. Das ist wieder so ein Ding. Und das Ding ist ja erloschen, wo ich ein paar Mal reingetreten bin. Ja, offensichtlich können wir das, was auch immer es ist, in uns aufnehmen. Machen wir das einfach mal. Hier ist nichts oder was? Nö. Hier hat man ja den komischen Stab gefunden. Und sonst ist hier nichts gut, was auch immer diese komischen Typen hier bringen. Sonst war hier ja nichts mehr. Da können wir noch hochfahren mit dem Fahrstuhl. Da war letztens zu, glaube ich. Gehen wir gleich noch mal hin. Ich will bloß noch mal kurz hier runter gucken. Sieh an, ein Bleichbluthimmel. Hinterrücks. Gemeuchelt, was auch nicht schlimm ist. Denn die sind ja nicht gerade ansehnlich und auch nicht gut gesonnen uns gegenüber. Guck mal, die ganzen... Lagen die letzten schon da? War hier letztens schon offen? Hier war da letztens noch nicht offen, oder? Hier war doch zu.
Sieht immer so aus, als ob das Türen wären, die offen zu öffnen gehen würden, aber nö. Gut, bevor wir jetzt da lang gehen, dann will ich doch nochmal mit dem Fahrstuhl fahren. Ehe wir das Areal hier hinter uns lassen, weil sonst da kommen wir nicht raus. Wir können jetzt nochmal kurz hier gucken. Ob hier hinten noch was Neues ist. Nee, offensichtlich ist ja nichts mehr. Na gut. Dann fahren wir jetzt mal mit dem Fahrstuhl. Ist die komische Lampe eigentlich noch an? Nee, ne? Ist so dunkel. Da war nämlich letztens, dachte ich, auch noch zu. Beziehungsweise konnten wir den Fahrstuhl nicht rufen. Irgendwas war da definitiv, dass es da nicht weiterging. Das weiß ich noch. Da lang, da lang, da lang. Ach, jetzt sind wir hier, alles klar. Wo wir relativ am Anfang waren, wo die ganzen Glockentanten angefangen haben. Ah, alles klar, gut, das bringt mir jetzt nicht wirklich was, aber hier konnte man noch rausspringen. Verdammt, verpasst. Das will ich definitiv mal noch probieren. Da kann man nämlich hier rausjumpen. Ob hier noch irgendwas zu holen ist. Hier kann man bloß runterfallen, genauso wie da. Beziehungsweise, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Auf dem Dach. Oha. Sind wir denn jetzt? Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Immer sehr mit Vorsicht zu genießen, diesen Dingern einfach hinterher zu rennen. Und dann natürlich auch schnurstracks zum in einen Gegner reinrennen kann. Die Wölfe sahen auch schon mal schöner aus. Hallo? So, gut. Mal gucken wir mal, was das. Ach, diese Dinger. Was das da für ein komisches Becken ist. Sollte ich da jetzt reinlaufen? War irgendein Portal.
Ach, jetzt mal. Immer noch hier, aber wiederum auf der anderen Seite. Guck mal, das sieht schon geil aus hier. Einfach mal an der Wand dann so was Komisches, Verschmolzenes. Sind natürlich aber auch die ganzen Kunden wieder respawned. Da ist eine Glockentante. Gott sei Dank bin ich da nicht runtergefallen, ne? Endlich mal ein paar Fiölchen. Und diese komischen leuchtenden Leichen sind auch wieder am Leuchten. Das ist merkwürdig, ey. Bevor wir da runter gehen, wo es offensichtlich weitergeht, da sind wir nämlich dann hinter diesem großen Tor, was da verschlossen war. Gehe ich nochmal hier lang gucken. Scheiße, erwischt stehen. Das war dumm, das war dumm, das war richtig dumm. War von dir aber mindestens genauso dumm, du Dreckvieh. Dass die großen Typen. Geht's auch rein. Blutviolen 6 Stück wieder, sehr schön. Können wir auch gebrauchen. Hat gerade was geschossen. Alter, da schießt was. Alter, die Dinger schießen da unten. Das ist wohl eine Frechheit, sondern das Gleiche. Sind wir jetzt doch woanders? Ich sehe ja gerade nicht mehr durch. Ich blicke hier gerade nicht mehr durch so richtig. Aua, Penner. Wo ich hier eigentlich bin. Sah gerade von da drüben so aus wie. Oh, es scheint doch ein anderes Areal zu sein. Also was geht denn da unten eigentlich auch so richtig ab? Kommt der definitiv wieder? Nee, doch nicht. Oh, Scheiße. Kacke. Lassen alle bloß so blöde Herben fallen. Ich brauche Brocken. Mäßigungsdunkelblutstein ist irgendwas Stein. Was sind das auch für komische sphärische Geräusche? Ach du Heimatland. Von den 78.000, ich hätte gern mal wieder eine Lampe. Langsam. Ich meine, wir können uns zwar auch porten, aber... Warte mal, ich muss mich jetzt mal kurz orientieren. Wir waren da drüben, da können wir da runterklettern. Da kommen wir dann einfach dort raus. Dann können wir aber auch alternativ hier runter. Und den Weg würde ich erstmal bevorzugen. Warum auch immer. Aber ein bisschen offener ist.
Na, Hauptsache, hier kommt jetzt keiner rausgesprungen, ey. Was ist das, ey? Schießen die jetzt alle oder was? Beziehungsweise schießen die jetzt nur noch? Scheinbar. Oh, da lebt noch! Schneller, 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 schneller. Das war richtig dumm. Das war noch dümmer. Nee, ach Scheißdreck. Mann, fuck it, ey. Vor allen Dingen sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Aber wirklich ganz am Anfang. Und wenn ich jetzt verreck, dann sind da 80.000 Blutechos für die Katz. Scheißdreck. Ja, ein Träumchen, wieder hier zu sein. Scheißdreck. Oh, jetzt ist auf jeden Fall wichtig, nicht verrecken. Ach du Heimatland. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da richtig war oder ob das ein Secret ist oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Gleichfalls. Ich bin dann aber auch immer zu nein. Ah. Bin aber auch immer zu faul, mich zurück zu porten, zu leveln, dann den ganzen Käse nochmal zu machen. Dann verrecke ich lieber, mach den ganzen Käse nochmal und setz meine Echos aufs Spiel. Ach, Scheißdreck, ärgerlich. Ja gut, jetzt brauchen wir ja die ganzen Vögel hier nicht machen. Ich weiß bloß nicht, ob das was bringt, diese Dinger da zu inhalieren quasi. Das irgendwas bringt. Ich lasse die jetzt einfach mal. Gruß. Oder inhaliere ich die Dinger doch nochmal schnell? Ich weiß halt nicht, wie ich es mache. Scheiße. Ob es das lohnt, ob es das bringt, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn? Das ist ja einmal das da und das andere ist halt ganz da hinten. Ja, komm. Wir machen es einfach mal. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Aber es muss ja seinen Grund haben, die Dinger aufnehmen zu können. In gewisser Art und Weise. Irgendwas muss das ja bringen. Komisch, dass die anderen aber auch bloß geschossen haben, ne? Na komm raus. Oh, war das eng. Wieder nicht richtig erwischt am Ende, ey.
Penner. So, kommst du wieder einzeln? Ja, sehr schön. Nein! Ist das dein scheiß Ernst? Wie? Das Vieh ist doch nicht gestunt. Nein, er hat wieder nicht gerollt. So, gut. Ja, das ging ja relativ fix. So. Ich hoffe, man wird reichlich entlohnt dafür. In irgendeiner Hinsicht, obwohl sich halt die Entlohnung in dem Spiel bisher wirklich in Grenzen gehalten hat, leider. Was so Fundsachen angeht zumindest, muss man sich halt alles wirklich überwiegend kaufen. Geht's ja eigentlich noch runter? Bestimmt in den Tod, wie letztens schon mal. Das war dumm. Alter, wo bin ich jetzt? Nee, oder? Nee, oder? Ach, das war ja mal richtig dämlich. Scheißdreck. Ich komme ja da nie im Leben. Wieso? Nee, das geht. Ach, Gott sei Dank. Huh. Sonst hätte ich mich jetzt wirklich zurückgeportet. An die Lampe und den ganzen Rotz nochmal gemacht, weil da hätten wir ja wirklich 80.000 Seelen in den Sand gesetzt, wenn ich jetzt hier runtergesprungen wäre. Zu früh gerollt, ey. Herzstillstand. Jetzt. Mistvieh, ey. Schön vorbeigeschlagen. So, dann gehen wir halt nochmal eine Runde baden. Machen diesen ganzen Kladderadatsch halt nochmal. Ernsthaft, Alter. Dass er zweimal an der Tante vorbeischlägt. Das kann's doch nicht sein, ey. So, wo liegen unsere Seelen? Liegen die da hinten? Da hat die vielleicht sogar so ein tolles Viech. Ne, die liegen hier nach unten, genau, oder? Wo liegen denn unsere Seelen, sag mal? Wir sind da runtergerannt, haben das Vieh auf jeden Fall weggemacht. Das Vieh haben wir auch noch weggemacht. Das hat uns gekillt. Aber ich habe auch jetzt keine Lust, hier runter zu klettern, dann irgendwo rauszukommen, wo vielleicht noch andere Gegner sind, beziehungsweise wo man sich neu orientieren muss. Und dann höllisch auf den Sack zu bekommen und die Seelen in den Sand zu setzen. Das wäre echt unschön. Wieso hat denn der eigentlich einen Fuß aus dem Arsch raushängen? Sehr schön. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Puh. Ach, das Vieh hat uns jetzt schon entdeckt, oder was? Toll.
Nee, doch nicht.